Willkommen bei Metabolismus TV, deiner Quelle für korrekte Informationen über den Stoffwechsel und die Gesundheit. Die Sonne verursacht keinen Krebs, sie verhindert ihn. Ich bin Frank Suarez, 2001, Spezialist für Fettleibigkeit und Stoffwechsel und möchte dir heute das Thema Sonne und Krebs erklären. In Wirklichkeit hat man entdeckt, dass entgegen dem, was uns seit so vielen Jahren gesagt wird, nämlich dass die Sonne Krebs verursacht, die Sonne in Wahrheit Krebs verhindert. Ich gehe kurz zur Tafel, um es zu erklären. Schau mal, in früheren Episoden hast du mich sagen hören, dass Vitamin D, die Sonnenvitamin, ist, wenn du Sonne tankst, trifft die Sonne auf die Haut, das wird zu Sonnenlicht, das mit dem Cholesterin in deinem Körper in Kontakt kommt und im Cholesterin wird Vitamin D produziert. Vitamin D ist ein aktives Vitamin, das das Immunsystem deines Körpers kontrolliert. Also das Abwehrsystem deines Körpers, das dich vor Krebs, Viren und jeglichen Bakterien schützen kann. Dieses System wird von Vitamin D gesteuert. Jetzt hat man uns die Idee verkauft, dass eine Person, wenn sie der Sonne ausgesetzt ist, dass dieser Effekt der Sonne auf der Haut Krebs verursacht. Was jedoch entdeckt wurde, ist, dass, wenn man sich die Studien ansieht, und ich werde dir gleich einige zeigen, die Menschen, die am meisten Hautkrebs haben, nicht diejenigen sind, die Sonne tanken, sondern diejenigen, die keine Sonne tanken. Zum Beispiel haben Büroangestellte, die nicht in der Sonne sind, viel mehr Hautkrebs, der als Melanom bezeichnet wird. Es wird Melanom genannt, weil es die Zellen produziert, die Melanin produzieren, das der Haut ihren Ton und ihre Farbe verleiht. Melanin ist eine Substanz, die der Körper produziert und die Sonne reflektiert. Zum Beispiel haben Menschen mit dunkler Haut viel Melanin. Menschen mit hellerer Haut haben weniger Melanin, aber das Melanin reflektiert die Sonne. Das heißt, es schützt den Körper vor den Sonnenstrahlen. Es wurde zum Beispiel festgestellt, dass es 6-mal mehr Krebs bei Menschen gibt, die keine Sonne tanken, als bei Menschen, die in der Sonne arbeiten. Das passt also nicht zu dem Thema, dass die Sonne uns Krebs verursacht. Offensichtlich spreche ich davon, die Sonne auf gesunde Weise zu genießen, wenn ich von Sonnenbaden spreche. Wenn du dich in die Sonne legst und diese Sonne deine Haut verbrennt, wird sie dir genetischen Schaden zufügen und dann kann sie tatsächlich Krebs verursachen, weil ein Sonnenbrand Krebs verursachen kann. Aber die Sonne an sich, 15-20 Minuten an einem sonnigen Tag, wird keinen Krebs verursachen. Ein Sonnenbrand kann jedoch Krebs verursachen, weil er dem sogenannten DNA, dem genetischen Code der Zellen, Schaden zufügt. Nun, im Grunde genommen, wenn die Sonne auf die Haut trifft, kommt sie mit dem Cholesterin des Körpers in Kontakt und dabei wird Vitamin D, SOS EOS 3, produziert. Dieses Vitamin ist krebshemmend. Ich erkläre dir, wie es funktioniert. Im Prinzip funktioniert es so, wenn die Sonne... Es trifft auf die Haut. Hier kommen verschiedene Strahlen ins Spiel. Es kommen UV-Strahlen Typ A, UV-Strahlen Typ B, Infrarotstrahlen und andere. Das Licht umfasst das gesamte Spektrum. Was passiert? Etwas, das bereits entdeckt wurde, ist, dass wenn die Sonnenstrahlen auf den Körper treffen, das vorhandene Vitamin D im Körper, falls sich irgendwo Krebs bildet, sagen wir, dass sich irgendwo ein krebsartiges Gewebe bildet, das manchmal 8 Jahre dauert, bis es entdeckt wird, weil Krebs langsam wächst. Nun, was entdeckt wurde, ist, dass ausreichendes Vitamin D im Körper in guten Mengen, wenn die Sonne auf den Körper trifft und es Krebs gibt, der Körper bereits weiß, dass es Krebs gibt. Aber was die Sonne tut, ist, dass sie das aktiviert, was man Makrophagen nennt. Makrophagen sind sehr große Zellen, die kleine Zellen angreifen und den Krebs töten. Also diese Zelle kommt, der Makrophage ist ziemlich groß. Es ist eine Zelle, ein weißes Blutkörperchen, aber es ist ziemlich groß. Es ist etwa 16 bis 20 Mal größer als die regulären weißen Blutkörperchen. Dies nennt man auf Englisch Killerzellen, die Zellen, die töten. Es sind die Zellen, die die Feinde, den Krebs, die Bakterien, die Viren und andere bekämpfen. Werden die Makrophagen aktiviert, weil wenn Sonnenlicht eintritt und der Krebs bereits beginnt oder ein Virus oder was auch immer eindringt,
der Körper mit den Sonnenstrahlen eine Substanz produziert, die so heißt 2001. Entschuldige den Namen. Okay, es heißt GCMF. G steht für Globulin, eine Globulin. C ist eine Komponente. Und das ist der Makrophagen-Aktivierungsfaktor. Das bedeutet, dass diese Substanz produziert wird, wenn die Sonne scheint. Wenn genügend Vitamin-Bausend vorhanden ist, wird das GSMAF produziert. Das der Aktivierungsfaktor für die Makrophagen ist Makrophagen. Die Makrophagen werden so stark aktiviert, dass sie 30 Mal mehr Bakterien konsumieren und den Krebs 30 Mal schneller angreifen. Wenn es Sonne gibt und Vitamin D vorhanden ist, wird diese Substanz produziert. Diese Substanz wird heutzutage tatsächlich in einigen Ländern verwendet, um Krebs zu heilen. Das heißt, man gibt Menschen, die Krebs haben, fortgeschrittenen Krebs, Metastasenkrebs, Injektionen von GCMAF. Wenn du die Forschung machst, wirst du sehen, dass es eine der Dinge ist, die das Immunsystem am meisten aktiviert. Aber das passiert nur, wenn der Vitamin-D-Spiegel im Körper über 5000 Einheiten liegt. Wenn er darunter liegt, wird es nicht passieren, weil es mindestens 5000 Einheiten sein müssen und der ideale Wert liegt bei 7000 Einheiten. Wenn du im Labor einen Vitamin-D-Test machst, sollte der Wert bei 5000 oder höher liegen, vor allem bei 7000 oder höher an Vitamin D. Wenn die Sonne scheint, aktiviert sie all das. Es gibt mehrere Studien, die das, was ich dir sage, bestätigen. Die Sonne verursacht keinen Krebs, sie verhindert ihn. Schau mal, es gibt eine Studie mit dem Titel Melanoma Epidemic. A Midsummer Night Dream, was bedeutet, dass die Melanom-Epidemie wie ein Traum, wie ein Albtraum ist. Diese Studie wurde von Dr. Level veröffentlicht und in der Sate Zeitschrift British Journal of Dermatology. Im Grunde sieht man hier, dass es wirklich eine Übertreibung war, zu welchen Schlussfolgerungen man gekommen ist. Und es gibt eine andere Studie, die besagt, dass erhöhte UV-Strahlen Typ A-Exposition und verringerte kutane Vitamin-D-Spiegel für die zunehmende Inzidenz von Melanomen verantwortlich sein könnten. Was bedeutet das? Auf Spanisch heißt es, dass der Anstieg der UV-Strahlen Typ A und die Exposition gegenüber diesen sowie niedrige Vitamin-D-Spiegel für die Entstehung von Hautkrebs, der als Melanom bezeichnet wird, verantwortlich sind. Im Prinzip sieht man im Wesentlichen, dass wenn du in einem Auto sitzt und die Sonne auf dich scheint, wenn das Fenster geschlossen ist, nur die UV-Strahlen Typ A durch das Glas dringen, die Krebs verursachen. Die UV-Strahlen Typ B, die Produktion von Vitamin D fördern, dringen nicht durch. Also sind es zwei völlig verschiedene Dinge. Die UV-Strahlen Typ B sind vorteilhaft, weil sie die Vitamin-D-Produktion erhöhen. Die UV-Strahlen Typ A hingegen, die Menschen abbekommen, die hinter Glas oder in Büros und Ähnlichem sitzen und kein Sonnenlicht bekommen, sind diejenigen, die mehr Krebs haben, weil sie hauptsächlich den UV-Strahlen Typ A ausgesetzt sind. Also glaube nicht alles, was man sagt. In Wahrheit ist die Sonne notwendig. Gott macht keinen Mist. Der Körper ist nicht schlecht gemacht und der Planet und die Sonne sind auch kein Fehler. Die Sonne gibt dir Leben. Sie gibt dir Leben, wenn du sie vernünftig nutzt, um deine Vitamin-D-Spiegel zu erhöhen und nicht zulässt, dass deine Haut verbrennt, dass es keine Verbrennung gibt, die eine Zellnarbe wird, die sich später in Krebs verwandelt. Das sage ich dir, weil die Wahrheit immer siegt.